Ja, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video heute am 4. Juni. Das erste irgendwie keine Sau interessiert, mach ja gleich nur eins. Habe ich gerade wegen so das YouTube durchsucht. Und dann gibt es da einen ganzen Packen Videos über diesen Jota. Ich kenne den Typen nicht. Ich habe jetzt da in ein paar Videos, die sich ganz fürchterlich über den aufregen, gesehen, dass es ein Blender ist. Einfach ein riesen Blender. Und dann denke ich mir, ja, was wollt ihr, Leute? Er hat mehr als 10 Abos. Und im Endeffekt kann ich in YouTube oder allgemeine sozialen Medien jeden Scheißdreck neu. Es braucht dann auch immer jemanden, der es ausschaut. Ne? Ich schaue jetzt meine Zuschauer so an, altersmäßig sind wir jenseits der 40, so grob gesagt. Ich habe 28%, glaube ich, waren es jenseits der 65. Finde ich klasse, dass ich Leute da nicht vor das ZDF ARD hocken und das Bergschiff anschauen und den Traumdoktor oder was die nicht so ein Mist, sondern dass die sagen, ich schau mich mal durch die sozialen Medien, was gibt's da so. Und ich denke, viel für euch wird Jota so viel sagen wie mir auch, gar nichts. Und ja, wie gesagt, die Ausschnitte, da habe ich ungefähr 3 Sekunden 20 braucht, dann war alles gesagt. Ne? Und da möchte ich jetzt eigentlich zum Thema kommen, die völlige Belanglosigkeit. Die Menschheit, um es mit dem Video halt zu sehen, schon wieder mal Guido Westerwelle, ne, das irgendwie wird jetzt mein bester Freund, die spätrömische Dekadenz. Da hechtet eine Wahnsinnszahl von Menschen am Vollidioten hinterher, der in L.A. lebt. USA leben ist keine Spaßveranstaltung, ne? Da ist kein soziale Hängematte und so Scheißdreck. Und weil der da lebt, dann ist es ja toll und dann geiern wir den hinterher. Ja, liebe Leid, das ist nicht das Leben. Es ist Schau, der verarscht euch von vorne bis hinten. Der verdient ein Schweinegeld, indem er euch den Blubber erzählt. Das ist System Deutsche Bundesregierung. Die zocken die Leute ab, dass alles zu spät ist, erzählen den größten Schwachsinn, wo man sie nur ausdenken kann. Und die Welt hechtet hinterher. Da möchte ich mit dem Kanal ansetzen, auch wenn ich gerade jetzt mal 855 Abos habe. Klickt da mal da drauf, dass es 1000 werden, das deprimiert. Sucht euch doch einmal die Werte des Lebens. Da Holz, nicht Luft. Das Leben ist nicht irgendeine Pseudo-Villa in L.A. und nee, ist es nicht. Das ist doch, was die da alles abliefern, ist doch pubertäres Gehabe. Und ein riesen Prozentsatz. Ich habe dann einmal die Trends so durchgeschaut. Da war alles Scheinwelt. Das war alles so eine Traumwelt. Ich träume mich in irgendwas rein, was sowieso nicht ist, und dann ist alles gut. Und im gleichen Zug lasse ich mir das Leben nehmen. Also, nee. Ich verstehe es nicht. Ja, aber wie gesagt, ich denke, da wird jetzt auch wieder ein Schwung Aufrufe kommen, weil ich dann Titel Jota neu schreibe. Das ist jetzt ein reiner neuer Versuch. Ich probiere es jetzt einfach. So Clickbait-mäßig. Ich habe das Belarus und die Demokratie oder so habe ich das genannt. Ich verlinke es euch mal da oben. Das war's zum Zuhören. Also, da habe ich mehrere Stunden drum getüftelt und jetzt hat keine Aufrufe. Und irgendwelche andere
Clickbait-Videos. Aufrufe ohne Ende. Ich war aber weiterhin einfach für meine Stammzuschauer, so jetzt einmal, mache ich immer die Videos, die ich mag und nicht die Videos, die irgendwelche Klicks erzeugen können. Ich war weiterhin immer durch die Medien, durch alles mögliche Schauer und Dinge aufgreifen, die ich der Meinung bin, es ist es wert, wo man die Welt ein bisschen so viel gerechter und schöner machen kann, lebenswerter. Also nicht Plastik, sondern Holz. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr bis dahin dabei geblieben seid. Und wir hören, sehen uns morgen.